endlich draußen und die Sonne scheint. Die Frames sind unter aller Sau. Gut, dann kann ich jetzt mal was ausprobieren. Theoretisch kann man irgendwie den Speicher des Spiels leeren. Ja, es hat ein bisschen was gebracht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt irgendwas bringt. Wahrscheinlich nicht. So, ich sollte vielleicht mal speichern, ich Idiot, so mittendrin. Weil ich habe ja, schlau wie ich bin, das Autospeichern ausgestellt. So, wir haben jetzt schon so viel Zeug gesammelt, aber irgendwie immer noch kein Frostbist-Gilf. Ob man das kaufen kann im Flusswald? Das wäre es ja natürlich. Nein. Was? Was? Ach, die werden sich schon zurechtfinden. Glaube ich. Wo sind die hin? Ja, noch nicht mal folgen können die einem. Aber ein relativ schöner Tag, auch wenn ganz schön viel Smog in der Luft hängt. So, euch geht's noch gut, euch beiden? Immer gut zu hören. Da, ich brauche jemanden, der auch ein bisschen reden kann mit mir. Nicht so einen Waschlappen, die sich im Prinzip immer nur für einen in den Tod schmeißen. Lasst uns Hühnchen umbringen. Es ist keiner in der Schmiede. Na, dann kann ich ja die Zeit nutzen. Und irgendwie... Was brauchte ich denn alles? 4 Schnallen. Da kann ich schon mal anfangen damit. Hier gibt es keine Schnallen. Baumaterialien vielleicht? Scharnier. Bist du sicher, dass es hier keine Schnallen gibt? Da sind Schnallen. Stahlbarren. Und die Idiot hat die ganze Zeit Eisenbarren gesucht. Nein! Es sind Stahlbarren. Na toll. Finde ich irgendwo Stahlbarren? Ich gebe euch Deckung. Das ist sehr löblich. Nein, die kann ich jetzt nicht mitnehmen. Da werde ich garantiert entdeckt und dann habe ich haufenweise Leute bei mir, die mich dingsen wollen. Aber ich kann die Lederstreifen schon mal herstellen. Dazu bin ich gerade in der Lage, glaube ich. So, sonstiges war das bestimmt, genau. Ich stelle erstmal ein bisschen Leder her. Leder hinzugefügt, alles cool. So, hier gibt es haufenweise Robenkram, aber das soll es jetzt nicht sein. Lederstreifen. Wie viele Lederstreifen brauche ich? 11. Also mache ich 12. So, jetzt habe ich 14, 13. 13 habe ich aus irgendeinem Grund. Kann ich hier schon irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Gucken, ob ich schon irgendwas machen kann mit dem Zeug, was ich habe. Rüstung, Bandana, Bananas könnte man machen, aber nein. Wasserbehälter, da fehlt mir noch ein bisschen Zeug. Schmuck. Weapon Sling. Wofür war die eigentlich nochmal gut? Ah, genau. Ich erinnere mich. Gut, dann kann ich die machen. Kann ich die auch gleich anziehen? Objekte. Weapon Sling. Siehst du mal, schon wackelt meine Ausrüstung. Das mag ich. Ein bisschen mehr Immersion wieder hinzugefügt. Und es hat ja auch gar nichts, fast gar nichts verlangt. So, den Kohl, den vermisst hier offenbar keiner, den kann ich klauen. Gut, und bevor der Rest dieser Stadt hier wach wird, mal ein bisschen was für Geld tun. Kann ich den Schmied auch mal fragen, ob er vielleicht irgendwie und so... so, Holzfällen. Aber das nur mit Stil fällen wir Holz. Oh, ich habe eine neue Stufe erreicht. Die sollte ich vielleicht auch mir mal angucken. So, das ablegen. Ablegen, ablegen.
Ablegen, ab. Nee, komm, leg ab. Ah, nee, die können wir weiter tragen, ruhig. So. Nee, die Pfeile müssen noch weg. Als dann. Mach es wie jeder Holzfäller mit nacktem Oberkörper und hacke Holz. Die Einstellung wird super spannend. Zwei Feuerholz hinzugefügt. Ist die Kamera bewegt? Nee, kann ich nicht. Schade. Aber ich kann... Warte mal. Hör mal kurz auf mit Holz hacken. Vielleicht kriege ich eine andere Perspektive hin. Sag mal, willst du mich gerade verarschen oder was? Junge, verzieh dich. Ich will Holz hacken. Jetzt steht ja auch noch in mir drin. So, schön dich gekannt zu haben. Ich werde hier gleich zum Captain America, ja? Und den Witz könnt ihr, glaube ich, nicht verstehen. Es sei denn, ihr habt gewisse Videos gesehen, die vor einem halben Jahr oder so in einem geheimen Marvel-Treffen gezeigt wurden. Aber Age of Ultron kommt ja bald raus. Da sieht man es dann auch. So, Fandal. Ob der mich noch mag? Ich kann ja mal mit ihm reden. Das nächste Mal zieht ihr euch besser etwas an, bevor ihr das Haus verlasst. Ihr wollt mit mir reden? Nach allem, was ihr getan habt? Ich würde dich gerne umbringen nach allem, was du getan hast. So geht man nicht mit Damen um. Man lässt sie nur für sich Holz hacken. Ich stehe jetzt daneben als Motivation, weißt du? Sie guckt auch direkt hin. Los, gib alles. Hey, machst du meine Schwester an? Ist ja gut, ey. Leute, keinen Spaß verstehen die. Mal wieder anziehen. So, was hatte ich denn alles an? Weiß ich schon gar nicht mehr. Das Fackelwürmchen, das hatte ich an, ja. Habe ich das auch immer noch an? Jetzt habe ich es wieder an. Ist eigentlich Blödsinn, es kann auch ausbleiben. So, kaiserliche Armschienen, ja, kaiserliche Stiefel. Ich muss dafür sorgen, dass das Zeug mal irgendwie wegkommt. Pelzrüstung hatte ich, glaube ich, auch. So. Schurkenzauberin Ruba. Ja, wie gesagt, das ist halt, das war in einem Fass, das ist wahrscheinlich aus einer Mod, also ziehe ich das lieber nicht an, auch wenn es besser ist, sozusagen. Die Stiefel sehen sehr weiblich aus, die muss ich auch nicht anziehen. Okay. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Bei Schorf, was wollt ihr? Wieso bist du so gemein zu mir? Ich bin der Einzige, der dir geglaubt hat, dass du einen Drachen gesehen hast. Gut, es lag daran, dass ich ihn auch gesehen habe. Oder bist du jetzt irgendwie angegriffen, weil ich hier so rumstehe und... Du bist neidisch auf meine Bauchmuskeln, kann das sein? Aber ich verrate dir ein Geheimnis, das sind Schuppen. Die sind nur so geformt. Aber damit kommen wir super in der Damenwelt an. Auch wenn es von unserer Rasse explizit, sagen wir mal, wie viele Exemplare existieren? Ich glaube, wir sind insgesamt 4 seit Erschaffung unserer Rasse gewesen. Ist ein bisschen wenig, ich weiß. Dann noch alle miteinander verwandt, so Blödsinn. Hey, hey, hey! Albo! Was auch immer ihr benötigt, die besten Waffen und Rüstungen. Hast du Stahlbarren? Die brauche ich nämlich. Ja, du hast Stahlbarren. Na, ein Glück. So, wie viel Stahlbarren brauche ich denn jetzt? 2 Stück. Gott, wie peinlich, ey. So, was hast du noch so zu verkaufen? Ja, komm, Ruhe. Kein schwarzes Leder. So, Mädel? Was soll ich nehmen? Du sollst gar nichts nehmen. Ich nehme dir jetzt alles ab, was du nicht brauchst. Die feine Kleidung zum Beispiel, die ist Blödsinn eigentlich, wenn ich das mal so hinzufügen darf. Feuerholz 2 Stück, die brauchst du garantiert nicht. So, den Schlüssel nehme ich auch wieder an mich. Schwert der Klingen darfst du behalten. So, jetzt noch kurz zu deinem Bruder, Enver. Muss mir langsam mal euren Namen merken, Leute. Du sollst gar nichts nehmen, aber ich nehme dir wieder ganz viel Zeug ab. Fangen wir mal an. Eisendolch, Eisenkriegsast, Kriegshammer, Eisenschwert, Eisenzweihänder,
Ach so, du benutzt also zwei Elfendolche. Gut zu wissen. Elfenpfeile? Ach so, ups, die kriegst du gleich wieder. Stahlkriegsaxt, Stahlstreitkolben. Wo sind die Elfenpfeile hin? Das war ja gescheatet. Hier hast du deine dummen Pfeile wieder, du Type. Auch wenn ich gar nicht will, dass du mit dem Bogen schießt. So, brauchst du ja nicht, ne? Geht ihr voran? Ja, ja, ganz gemächlich. Hey! Braucht ihr an? Ja, also. Eisen oder Stahl? Klingen, Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, ja. So, und dir verkaufe ich diesen Eisendolch und diese Eisenkriegsachse und zwei Kriegshämmer. Eisenpfeile behalte ich. Eisenschwert kannst du auch haben. Das behalte ich. Das ist das kaiserliche Schwert, das ist leider besser. Schade. Eisenzweihänder. Oh, du hast aber genug Geld. Die kann ich eine Menge andrehen. Hier, Stahlstreitkolben. So, Pelzarmschienen. Da für dich. Pelzschild auch für dich. Pelzstiefel. Das behalte ich mal lieber. Ne, den behalte ich. Das ist meine erste Rüstung. Den behalte ich. Gut. Also gut. Dann mal schnell die zwei Schnallen schmieden, wenn ich schon mal hier bin. Sonstiges. Stallen, da haben wir es ja. Einmal, noch einmal. Oh, da ist auch schon das schwarz gefärbte Leder. Ja, da kann ich schon 5 Stück von machen. Na, immerhin. 5 Stück. Ich glaube, damit kann ich schon das erste Set zusammenbauen. Ja, ja. Handelskonto. Mal gucken, ob die hier vielleicht Frostmistgift haben. Das wäre natürlich ideal. Hallo? Ich dachte, ich gehe schon durch die Tür. Nein, der bleibt einfach hängen. Hallo, Lucan Valerius. Je eher ihr die Klaue findet, umso schneller können wir wieder zum Alltag zurückkehren. Nicht, dass es mich interessieren würde, aber verkauft ihr Zauber? Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Okay. So, Eisendolch, Eisenpfeile. Ja, nee, nee, nee. Huch, Eisensäbel. Sieht auch ganz cool aus, aber nein. Schlagstock. Ich werde Drummer. Blaue Magierrobe, Diadem. Nee, Diadem brauche ich gerade nicht. Eisenpanzer, Handschuhe. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob ich besser bin oder schlechter. Aber ich kann nachgucken. Genauso gut. Ich tausche. Kaiserliche Armschienen. Gegen Eisenpanzerhandschuhe. Danke. Eisenrüstung. Oh, die ist besser. Was? Habe ich die jetzt bekommen oder nicht? Ich besitze nicht genug Gold. Achso, ich habe nur 190 Gold. Wie kommt das denn? So, wo sind jetzt die Dinger, die ich gerade gekauft habe? Halt mal hier, Handschuhe, Wert 0. Na, Wert 0 bringt es jetzt nicht so. Gehen wir mal durch. So, den Essig geht nicht. Altowein. Amethyste, die kann ich verkaufen, ohne großartig Bedenken zu haben. Der Besen, den behalte ich auch, das auch. Okay, wir machen das so. Okay, davon kriegt er nichts. Die kann er meinetwegen haben, zumindest einen davon. Den Imperialen, den brauche ich selber. Das ist auch nicht zum Verkauf. So, das würde ich gerne anziehen. Kann ich gerade aber nicht ausrüsten, weil wir im Verkaufsmenü sind. So, das ist meins. Hat das einen Wert? Oh, es hat einen Wert von 1. Fußlappen. Nee, meine erste Kleidung behalte ich. Die Handschuhe ebenso. Die behalte ich auch. Novizenkapuze. 30 Magikapunkte. Hier, kannst du haben. Die Robe kannst du auch haben. So, silberne Ringe. Ja, davon kannst du im Prinzip 2 haben, weil ich kann ja eh nur einen tragen. So, Zaubertränke behalten wir. Alter Wein, Brot, Fasan, Fleisch, gegrillter, Kohl. Das ist so viel Zeug, das kann ich sowieso nicht alles essen, oder? So, noch Bücher, die wir irgendwie doppelt haben. Das wäre vielleicht Kopfgeld? Aber gut, er will mir offenbar sowieso nichts geben. Oh doch, er könnte, die könnte er ankaufen. So, sonstiges Besen, Dietriche, Eisenbarren, Eisenerz. Eisenerz?
heben wir uns noch auf, weil ein Eisenbarren bringt, glaube ich, doppelt so viel. Also müssen wir das Eisenerz noch einschwenden. Feuerholz, das können wir verkaufen. Aber ich glaube, das hätten wir woanders für mehr Geld weggekriegt. Holzkohlekorb hier. Krug, weiß gar nicht, hat bestimmt nichts gegeben. Rubin. Seelensteinfragment, nee, das behalte ich. Silberbarren. Tintenfass. Potenschädel. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Mal die Perspektive wechseln. So, ich war gerade dabei, dir etwas abzukaufen. Und zwar diese Eisenrüstung, diese formidable Eisenrüstung. Danke, diesmal hat das Geld gereicht. Was? Und mir hat er nur 100 dafür gegeben. Das Schwein, ey, dieser, ich muss besser am Handeln werden. Wie viel? 1500, ich glaube, es pfeift oder so. Ring des Schleichens ist ein bisschen teuer, wenn du mich fragst. Schwarze Robe kann man machen, muss man aber nicht. Nomadenschild, silberner Ring habe ich dir gerade selber verkauft. Du Fisch, du. Zutaten. Na, schade. Kein Frostbissgift. Amethyst, Dietriche. Kann man eigentlich immer gebrauchen, aber gerade nicht so. Seelensteine brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh, eine Kinderpuppe. Nehme ich noch nicht mit. Wir haben kein Kind. Was soll ich damit? Stroh. Warum liegt da eigentlich Stroh? Es gibt gerade keine Masken dabei. Schade. So, der Besuch hier war völlig unnütz. Ich habe im Prinzip doch, ich habe eine neue Rüstung. Warte, die ziehe ich gleich mal an. In der Hoffnung, dass die einigermaßen geil aussieht. Wenn nicht, dann behalte ich trotzdem die hier und habe gerade umsonst Geld ausgegeben. Ich weiß nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Erstmal die hier anziehen. So, jetzt die Eisenrüstung. Ah, okay, ist annehmbar. Ist annehmbar. Okay, nehme ich dir ab. Zeig die. Werf deinen Blick darauf. Ja, ja. Dir verscherbel ich gleich noch mein Zeug wieder. Das hatte ich denn gerade. Ich hatte die Pelzrüstung, oder behalte ich die? Ach komm, ich behalte die. So, dann wollte ich Sachen essen. Einmal. Fliegenpilz. Okay. Oh. Unbekannt. Wie viel Zeug ich hier gerade fresse. Unbekannt. Aber das ist alles, das ist wichtig, damit ich halt lerne, Tränke zu brauen. So, wollte ich noch irgendwas ausrüsten? Ach ja, genau, ich wollte hier wieder meine Eisenpfeile auf dem Rücken haben. Zum nächsten Mal. Aua, das hat wehgetan ein bisschen. Habt ihr das gesehen? Ich bin jetzt leicht eingefrostet. Auch nur so ein bisschen.